Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Markus Moser. Ich begrüße Sie zu unserem aktuellen Podcast. Heute sind wir zu Gast bei Andreas Wagner und wollen über einen Mann reden, der hier steht und nicht anders kann. Über Martin Luther. Bevor wir das tun, Andreas Wagner, wenn Sie uns zuerst sagen könnten, wer sind Sie und was tun Sie? Ich bin Andreas Wagner, Professor an der Theologischen Fakultät der Universität Bern. Bin von meiner Profession her Alttestamentler, also Bibelwissenschaftler und Unterrichter Altes Testament in Forschung und Lehre. Und nebenbei bin ich auch gerade Dekan. Vor Ihnen liegt eine Socke. Da steht drauf Luther-Socke. Hier stehe ich und kann nicht anders. Das soll von Luther gesagt worden sein. In welchem Zusammenhang denn? Ja, das ist ein Satz, der auf Luther zurückgeführt wird und der eigentlich seine Spitzenaussage zusammenfasst, dass er in seinem Gewissen gefangen ist und deswegen nicht anders kann und nur in Glaubensdingen seinem Gewissen folgt. Und das hat er gesagt vor den Fürsten des damaligen Deutschen Reiches, als man ihn dann öffentlich dazu bringen wollte, von seinen verschiedenen Glaubensanschauungen, die er getätigt hat, abzugeben. Wir gedenken rund 500 Jahren Reformation. Bedeutet Ihnen das was? Heute? Ja. Also 500 Jahre sind ein halbes Jahrtausend. Für den Alten Testament relativ wenig, weil dort überschauen wir Jahrtausende. Aber 500 Jahre sind natürlich für unsere abendländische Geschichte sehr prägend. Und diese abendländische Geschichte ist mit der Reformation und dem Erbe der Reformation sehr eng verbunden. Es hat sich allerdings auch sehr viel in diesen 500 Jahren verändert. Wenn man nur große Stationen aufzählt, Reformation, Rationalismus, Aufklärung, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert mit ganz vielen neuen Ideen, Neuerungen in der Welt, auch in der Religion, in der Theologie, in der Kirche. Okay, wir wollen jetzt aber den Beginn gewissermaßen fokussieren. Am 31. Oktober 1517 werden 95 Thesen in Latein durch einen Wittenberger Mönch an Kirchen genagelt. Damit soll die Reformation beginnen oder begonnen haben. Sind Sie da einverstanden? Ja, das ist der übliche, jetzt auch gefeierte Akt, den man immer als initiatorisches Ereignis an den Anfang der Reformation stellt. Luther hat gerungen mit verschiedenen Dingen in der Theologie, in der Kirche seiner Zeit und hat seine Position in Form von diesen 95 Thesen formuliert. Diese Thesen gibt es in Latein. Die Thesen sind verschickt worden an Bischöfe. Ob diese Thesen auch tatsächlich an die Tür der Wittenberger Kirche genagelt worden sind, das ist eher umstritten. Die Quellen darüber sind nicht ganz eindeutig. Es wäre eine gängige Praxis der damaligen Wissenschaftsgepflogenheiten, denn über solche Thesen hat man dann disputiert, das heißt eine Diskussion veranstaltet in der Universität. Und das ist allgemein nachvollziehbar. Ob es jetzt tatsächlich bei den 95 Thesen und bei Luther auch der Fall war, das wissen wir nicht. Die Überlieferung stammt eben von Nachfahren von Luther. Wir kommen auf diese Thesen. Aber Luther sollte ja eigentlich Jurist werden. Das kam nicht so. Offenbar hat ihn, das war im Jahr 1505, ein Gewittersturm dermaßen in Panik versetzt. Er war unterwegs, dass er dort ein Gelübde abgelegt hat und diesem Gelübde dann kurz später auch Folge geleistet hat. Er ging ins Kloster. Ja. Eine Bekehrung ist das ja nicht, oder? Nein, eine Bekehrung ist das sicher nicht, weil er ja nicht durch dieses Gelübde zum Glauben gefunden hat, sondern die Zeit damals war geprägt von der Frage, wie kriege ich eigentlich ein ausgeglichenes Gottesverhältnis, wie kriege ich einen gnädigen Gott, kann man es auch ganz knapp formulieren. Und in dieser ganzen glaubensaufgeladenen Zeit waren die Menschen auch sehr besetzt von vielen Ängsten. Also zum Beispiel vor Ängsten, was passiert nach dem Tod im Jenseits? Wie stellt man sich da dieses Geschehen vor, was man dann mit Fegefeuer und Hölle und zeitlichen Sündenstrafen beschrieben hat? Und in diesem ganzen Zusammenhang ist auch Luthers Gelübde da in diesem Gewitter gesehen. Er hatte Todesangst. Und hat versucht, in dieser Extremsituation einen Ausweg zu finden und sich dann in Glaubensdingen in Bezug auf die Kirche der dramatischsten Verpflichtung unterworfen, die man damals seiner Auffassung nach wählen konnte, und hat ein Gelübde abgelegt, um sich ganz mit seiner ganzen Person im Kloster diesem Dienst der Kirche dann zu widmen. Das macht er, geht ins Kloster.
Wir wissen aber, dass es ihm nicht so gut getan hat. Er wird seine Gewissensbisse nicht los. Er genügt einfach nicht. Er macht, was er kann. Er probiert all die Gebete, die Gebetszeiten einzuhalten. Aber es scheint ihm nicht besser gegangen zu sein im Kloster. Nee, dieses Klosterleben, auf das er sich eingelassen hat, hat natürlich eine Fülle von Forderungen an ihn herangetragen, und zwar ganz alltägliche. Denn auf der einen Seite, man muss sich das ja vorstellen, unter den Bedingungen des 16. Jahrhunderts, ein Kloster ist nicht geheizt. Das ist ein Betrieb, der früh morgens anfängt, den ganzen Tag währt, oft mitten in der Nacht nochmal in Gebetszeiten führt. Also der auch schon von dem ganzen Rhythmus her körperlich sehr anstrengend ist. Und in dieser ganzen Grundsituation hat Luther versucht, dann diese Kraft, die ihn umgetrieben hat, in eine Richtung zu lenken, die man mit Erfüllen der Klosterregeln vielleicht bezeichnen könnte. Und hat gemerkt, dass er trotz all seiner Kraft dazu, wenn man es ganz konsequent nimmt, eben nicht in der Lage ist. Und das hat ihn immer wieder ins Nachdenken, ins Zweifeln und am Ende vielleicht auch ins Scheitern gebracht, denn er hat gesehen, das kann ein einzelner Mensch eben nicht leisten. Sein Denken kreist in dieser Zeit unablässig um den Begriff Gerechtigkeit Gottes. Lange dreht er sich, glaube ich, einfach im Kreis. Irgendwann gelingt ihm der Durchbruch oder ein Durchbruch für ihn. Worin hat denn dieser Durchbruch bestanden? Also was man mit diesen Regeln vielleicht ganz verdichtet sieht, die er im Kloster versucht hat zu befolgen, ist ja eigentlich das, was symbolisch für den Menschen der damaligen religiösen, kirchlichen Situation überhaupt bestanden hat. Man war eigentlich vor die Aufgabe gestellt, ein Gottesverhältnis in ausgeglichener Art dadurch herzustellen, dass man Regeln und Gesetze einhält. Aber diese Anforderungen waren eben für den einzelnen Menschen, so wie bei Luther selbst, die Regeln im Kloster sehr groß, sehr intensiv. Und Luther hat von verschiedenen, von seiner eigenen Biografie her, von seinen Klostererlebnissen her, von verschiedenen Zeiten, von der Theologie her, von dem biblischen Input her, über diese Fragen nachgedacht. Und irgendwann ist ihm aufgeleuchtet, dass das von ihm angestrebte Gottesverhältnis nicht deswegen ausgeglichen sein kann, weil er möglichst viele gute Werke getan hat oder möglichst viele Regeln eingehalten hat, sondern weil es ganz anders konstituiert ist, denn es ist ein geschenktes Verhältnis. Und deswegen benutzt er diesen Begriff Gerechtigkeit Gottes, um auszudrücken, dass man diese Gerechtigkeit sich nicht verdienen kann, sondern dass die Gerechtigkeit von Gott her dem Menschen geschenkt wird. Und man bezeichnet mit dieser Gerechtigkeit Gottes dann eben dieses ausgeglichene Verhältnis zwischen dem Gläubigen und Gott, dass sich der Gläubige nicht verdienen muss, sondern in das er aufgrund der Gnadenerweise Gottes aufgenommen ist. Irgendwie tönt das total nicht spektakulär, aber das scheint wirklich das Zentrum zu sein. Warum hat es denn so Sprengkraft entwickelt? Das tönt nicht spektakulär, aber wenn man sich die Verfahrensweisen der Kirche damals anschaut, die um diesen großen Leitbegriff des Anfangs der Reformation, des Ablasshandels und der Kritik am Ablasshandel dann gruppiert sind, dann ist es eben genau eine Kernproblematik. In dem Moment, wo sie ein System haben, das das Verhältnis des einzelnen Gläubigen zur Kirche und diesen Geschehnissen im Jenseits so konstruiert, dass also die Kirche in der Lage ist, über bestimmte Strafen, die aufgrund von Vergehen eines Menschen im Jenseits dann bestehen, zu gebieten, ja, dann hat die Kirche natürlich einen Machtfaktor und einen Einfluss. Und wenn ich jetzt dieses System durchbreche, indem ich sage, ja, der Mensch selbst ist auf diese eigenen Leistungen oder die Leistungen, die die Kirche für ihn stellvertretend erbringt oder einen großen Schatz von Kirchengütern, den man da mit ins Spiel bringen kann, gar nicht angewiesen, weil das Grundverhältnis zwischen Gott und dem Menschen selbst besteht und da eigentlich kein Zwischeninstitut, keine Zwischenorganisation, kein Zwischenglied notwendig ist, sondern es ist geschenkte Gnade, dann ist natürlich dieses andere Verhältnis so, dass man Kirche in dem anderen Sinne, wie beim Ablasshandel, überhaupt gar nicht braucht. Also es braucht diese Vermittlung der Kirche nicht. Es gibt gemäß Luther eine direkte Verbindung vom einzelnen Menschen zu Gott. Und die ist in der Gnade.
Und jetzt sind wir wieder bei diesem Anschlag der 95 Thesen. Davon spricht er dort auf. Er macht das auf Latein. Und Sie haben vorhin erwähnt, dass er ganz zu Beginn das seinem Oberen geschickt hat, ja, der Kirche. Ja. Hat denn Luther auf eine Reformation von oben gehofft? Ja, im Grunde könnte man das sagen, das ist ein altes Problem in der Theologie, was jetzt nicht erst heute, sondern schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten erörtert wird, was Luther eigentlich wollte mit seinen Reformbewegungen. Luther war sicher nicht der Typ, der von Anfang an eine neue Kirche und eine neue Welt von sich aus aufbauen wollte, sondern in der Tat ist es, glaube ich, ein richtiger Gedanke. Er hat diese 95 Thesen erstmal an seine zuständigen Bischöfe geschickt, in der Hoffnung, dass von oben her eine Besserung erreicht wird und man aufgrund seiner theologischen Argumentation einsieht, dass die Praxis der Kirche damals eine verkehrte Praxis war, die eigentlich weg von dem Ziel des Christentums geführt hat. Und das Modell einer Revolution von oben hätte ihn sicher eingeleuchtet, zumal er Zeit seines Lebens zu Obrigkeiten immer ein sehr entspanntes Verhältnis hatte. Kann man so sagen, ja. Also es passiert nichts auf diese Thesen. Jetzt ein Jahr später, wir sind 1518, da legt Luther gewissermaßen nach. Und jetzt auf Deutsch. Sermon von Ablass und Gnade heißt diese Schrift. Und man muss es so sagen, es wird für die damalige Zeit zu dem publizistischen Sensation erfolgen. Ja, ein absoluter Knaller. Ja, muss man schon so sagen. Man kann das allein daran erkennen, dass es sofort im ersten Jahr x Auflagen erlebt hat. Dieses kleine Büchlein, oder man kann ja fast nicht Buch sagen, sind nur ein paar Seiten. Es ist in alle europäischen zentralen Sprachen der europäischen, mitteleuropäischen Länder übersetzt worden und hat sich unheimlich schnell ausgebreitet. Also nicht allein deshalb, weil so viel gelesen worden ist, konnten natürlich nur relativ wenige Leute lesen, aber man hat den Inhalt dann multipliziert, auch die Thesen verdichtet, und das hat schon dann einen richtigen publizistischen Hype dargestellt. Plötzlich ist dieser kleine Wittenberger Mönch bekannt geworden und zu einer Leitfigur eines zentralen theologischen Problems aufgestiegen, was dann die künftige Zeit dann bestimmt hat. Ja, jedenfalls Rom gefällt das gar nicht. Der Sermon wird auch in Rom gelesen und das ganze Gedankengut zur Ketzerei verdammt. Das hat dann wiederum Folgen, ein Jahr später wieder, 1521, und jetzt kommt die Socke ins Spiel, wird Luther aufgeboten, man kann es nicht anders sagen, er soll vor Kaiser Karl V. Beim Reichstag zu Worms antreten und eigentlich seiner Ketzerei abschwören. So, aber das tut er nicht. Also, wenn ich mir das vorstelle, als der Kaiser, ne, da sind alle Obrigkeiten, Fürsten und so weiter, der weltlichen Welt, und dann sind noch die theologischen Obrigkeiten nur. Und er widerruft nicht. Klar, also hier auf diesem Werbeobjekt des Reformationsjubiläums, der Luthersocke, bei der dieser berühmte Satz auf Englisch steht, hier I stand, I can do no other, steht da drauf, ein Stück Selbstbewusstsein. Maßlos untertrieben. Maßlos, ja. Maßlos untertrieben, denn man kann auch diesen Akt natürlich sehen, wie man will, und sicher wäre Luther alleine, ohne dass er von verschiedenen Fürsten protegiert worden ist, aus der Sache vermutlich nicht ganz heil rausgekommen. Aber er hat auf diesen Treffen seine Position markiert und ist nicht von ihr abgewichen, hat theologisch ausgeführt, was ihn zu diesem Standpunkt bringt, und hat immer gesagt, er könnte sich theologisch sofort widerlegen lassen. Aber dazu war keiner in der Lage. Und das war für ihn der Beweis, dass diese Position tatsächlich auch von seinem Gewissen her und von seiner intellektuellen Überzeugung her die einzig richtige und mögliche ist, und ist bei dieser Position geblieben, auch obwohl die ganze Staatsgewalt, und die Kirche hat da viel Staatsgewalt aufgeboten, gegen ihn war. Und das ist ein wirklich sehr mutiger Akt eines Individuums, sich gegen diese ganzen Repräsentanten der kirchlichen und weltlichen Autorität zu stellen, und hat entsprechend
Nachwirkungen gehabt. Hat auch vielleicht negative Nachwirkungen gehabt in vielen Zeiten. Man hat also wieder einen Helden gemacht und solche Dinge. Also ist es vielleicht nicht das genialische Individuum, wie ihn das 18. oder 19. Jahrhundert gerne gesehen hat. Aber es bleibt eine großartige Standhaftigkeit zu beobachten eines einzelnen Menschen, der aufgrund seiner Glaubensüberzeugung sich gegen Kirche und gegen viele weltliche Meister stellt. Der Kaiser hält Wort. Luther wurde versprochen, dass er freies Geleit kriegt. Er hat es bekommen, auch nach der Verurteilung. Luther wird dann verborgen, sage ich mal, auf der Burg in Wartburg, ne? Auf der Wartburg, und übersetzt dort in einer unglaublichen Zeit, man spricht von 11 Wochen, das Neue Testament aus dem Griechischen. Wie ist das möglich? Luther war von seiner Zeit nach dem Kloster, schon im Kloster, der sich für Theologie interessiert, deswegen nach Wittenberg gekommen, weil er dort an die Universität gegangen ist. Und seine Karriere als Theologe war die eines Bibelwissenschaftlers. Wie Sie? Wie ich. Ja, deswegen fühlen wir uns auch so nah, Luther und ich. Allerdings tatsächlich wahrscheinlich mehr von der Bibelwissenschaft her. Ich bin kein Lutheraner, das ist immer ganz wichtig. Okay. Dazu zu sagen, von der konfessionellen Prägung her. Aber Luther war natürlich imprägniert von dem Gedankengut und von der Umgangsweise mit dem Neuen Testament, und zwar von der damals ganz modernen wissenschaftlichen Seite. Er hat die Zeitströmungen aufgenommen, hatte schon in seiner professoralen Tätigkeit in Wittenberg als Bibelwissenschaftler sich damals an die modernsten Ausgaben der Bibel, neutestamentliche Bibelausgabe, die gerade von Reuchlin herausgegeben war, da gemacht und das als Grundlage seiner wissenschaftlichen Arbeit genommen und war von daher mit dem Neuen Testament auch von vielen Vorlesungen her sehr intensiv vertraut. Also diese Übersetzungsleistung auf der Wartburg kam nicht aus dem hohlen Bauch, sondern hat eine jahrelange Vorbereitung gehabt, und er hat diese Zeit dann genutzt, um konzentriert eben diese Frage der Übersetzung oder dieses Werk der Übersetzung anzugehen, weil es auch verbunden war mit seinen innerlichen Überzeugungen dessen, was dann später auch prägend für die Reformation geworden ist, nämlich die Überlegung, dass es eben nichts gibt zwischen Gott und den Gläubigen und dass Gott zu den Gläubigen in Form eigentlich der Aussagen, der Texte, der Überlieferung der Bibel kommt. Und um das jedem Gläubigen, allen Gläubigen auch in ihrer Sprache zu vermitteln, muss man natürlich die Bibel aus dem damals im Gebrauch befindlichen Lateinischen dann in die Landessprache übersetzen. Aber Luther hat das eben nicht nur aus dem Lateinischen übersetzt, sondern er ist noch dazu auf einer anderen Seite modern gewesen und hat dann eben das gemacht, was die damalige Geistesströmung der Humanismus ausgemacht hat. Er ist zurück zu den Quellen gegangen und hat versucht, die Texte aus den frühestmöglichen Ausgaben und in den frühestmöglichen Sprachfassungen zu bearbeiten, also Neues Testament auf Griechisch. Im Alten Testament dann später auf Hebräisch und Aramäisch, er hat auch Hebräisch gelernt, das konnte er wohl gar nicht so schlecht, und hat aus diesen Urtexten sozusagen dann versucht, die Bibelübersetzung in eine Sprache zu bringen. Ja, man kann schlecht sagen Deutsch, weil Deutsch war eigentlich in der Zeit dann auch gar nicht richtig erfunden, sondern hat die Sprache genommen, die er kannte, aus seiner Gegend, die sogenannte mitteldeutsche Kanzleisprache, und hat dann in diese Sprachvariante, von der auszugehen war, dass sie auch ein Stück weit überregional zu verstehen war, dann seine Bibelübersetzung verdeutscht. Und über die Bibelübersetzung ist dann auch diese Sprachvariante zur Ausbreitung gekommen, und aus diesem ganzen Konglomerat heraus hat sich dann schlussendlich am Ende das Deutsche, das Standarddeutsche entwickelt. Luther glaubte, dass wenn die Leute die Bibel lesen, dass sie quasi von selber auf den Weg kommen und dass das ein guter Weg ist. Jetzt ab 1524 verdüstern sich die Dinge. Es nehmen Leute die Bibel ernst. Sie bewundern Luther für seinen Mut gegenüber der Obrigkeit, den er dort auch bewiesen hat in Worms, zum Beispiel Bauern. Und jetzt kommt so eine eigenartig negative Seite von Herrn Luther zum Vorschein. Er hat die Bauern, die das wörtlich nehmen mit der Reformation,
richtiggehend verteufelt. Wie sehen Sie das? Naja, das ist schon eine Frage, ob das die negative Seite oder eine negative Seite von Luther ist. Weil Luther ist entscheidend von seinem Denken her, dass er die Welt von zwei Aspekten her immer betrachtet hat. Auf der einen Seite die Welt des Glaubens, der Kirche, der Religion, in der jeder Mensch frei ist und in der es auch keine Vermittlungsinstanz gibt zwischen dem Einzelnen und Gott, sondern im Grunde eine Art Basisdemokratie herrscht. Und auf der anderen Seite hat er auf die Welt geblickt und gesehen, dass es natürlich in der Welt eine Fülle von historisch gewachsenen Verschiedenheiten gibt und war auch gar nicht der Meinung, dass man alle diese Verschiedenheiten aufgeben müsste. Also zum Beispiel diesen in den Glaubensdingen zu sehenden basisdemokratischen Ansatz auch in einen politischen Ansatz umzuformen. Das war überhaupt nicht seine Auffassung, denn er hat gesagt, in der Welt gelten eben andere Gesetze. Da gibt es die Notwendigkeit, dass Herrscher Gewalt ausüben müssen zur Aufrechterhaltung der inneren und äußeren Ordnung. Ja. Und das ist auch gut so. Ja, das dient, um den Menschen die Lebensmöglichkeiten in der Welt zu erhalten, die eben nicht das Paradies ist. Okay, aber das heißt dann innere Freiheit ja, äußere nein. Die Kritiker von Luther würden das so formulieren. Ja. Man kann aber auch sagen, es ist natürlich, und das hat er in seinen Schriften in ethischen und auch staatstheoretischen Schriften oder Schriften mit staatstheoretischen Implikationen so machen wollen. Diese beiden Bereiche sind natürlich aufeinander zu beziehen. Ja, und sie sind nicht völlig unabhängig voneinander. Aber was er den Bauern gegenüber vorgeworfen hat, die Bauern haben die äußere Ordnung tangiert. Und von daher war Luther der Meinung, die Fürsten haben jetzt die Aufgabe, diese äußere Ordnung wiederherzustellen, sonst herrscht Chaos im Land. Ja, und deswegen hat Luther in den Bauernkriegen die Position der Fürsten gestärkt, um des Aufrechterhaltens der äußeren Ordnung willen. Denn, auch das haben die Bauernkriege gezeigt, die Zerstörung der Ordnung heißt natürlich auch immer Gefährdung und Zerstörung von Menschen. Eine andere Personengruppe, die Luther verteufelt hat, ich bleibe mal bei diesem Wort, sind Juden. Wie kann man sich das erklären? Ja, das sind wieder andere Zusammenhänge als seine Position gegenüber den Bauern. Also Luther hat eine sehr wechselvolle Geschichte mit den Juden gehabt. Am Anfang, als er sich sehr für Altes Testament interessiert hat, hat er von Juden Hebräisch gelernt und war am Beginn seiner Tätigkeit davon überzeugt, dass seine theologische Argumentation für die neue Theologie auch am Ende Juden überzeugen wird, dem Christentum beizutreten. Und es gab in seinem ganzen Theologieleben eine Reihe von Gesprächen mit vielen jüdischen Vertretern, auch zum Teil Religionsgespräche, wie er das mit anderen auch geführt hat. Aber die haben eben im Laufe der Zeit nicht dieses Ergebnis gehabt, was Luther sich erhofft hatte. Und das war sicher ein Grund, eine gewisse Enttäuschung über die Tatsache, dass eben viele Juden nicht zum Christentum übergetreten sind und für die Sache der Reformation gewonnen werden konnten. Eine Enttäuschung, die bei Luther in seinem Leben gewachsen ist und sich auch vergrößert hat, die mit anderen Faktoren sicher dazu geführt hat, dass er am Ende seines Lebens sehr hässliche Schriften über das Judentum fabriziert hat und ganz klar von heute aus gesehen als einer gesehen werden muss, der auch zu antisemitischen Äußerungen in der Lage war, die sich vor allem aufgrund der immensen Wirkungsgeschichte, die sich nach Luther ergeben hat, dann halt auch sehr negativ ausgewirkt haben. Haben die Kirchen, ich sage mal, in ihrem Luthergedenken daraus was gelernt? Das kann man, glaube ich, gerade beim Reformationsjubiläum 2017 sehr deutlich sagen, denn dieses Jubiläum ist sehr aufwendig vorbereitet worden und es gab verschiedene thematische Bezugsjahre in einer 10-jährigen Dekade vor dem Jubiläum. Und in dieser langen Zeit der Reflexion des Bedenkens gab es explizite Themenfelder, die sich mit dieser Haltung Luthers gegenüber den Juden beschäftigt haben. Die Kirchen haben nach 1945 mindestens mal die europäischen Kirchen hier einen sehr intensiven Lernprozess mit einer unglaublichen Sensibilisierung auch gezeigt. Und das ist jetzt nochmal in diesem Lutherjubiläum auch zum Vorschein gekommen und hat dazu geführt, dass man das nicht auf die Seite gedrängt hat, wie bei früheren Jubiläen, ja, sondern gesagt hat, nein, wir müssen jetzt auch diese Seite von Luther
nochmal zum Anhalt nehmen, um ganz konkret heute zu sagen, dass wir das von Seiten der Kirche so nicht mehr sehen, ja. Luther, sondern einen ganz anderen Zugang zum Judentum haben und viel stärker diese gemeinsame Wurzel von Judentum und Christentum auf der Basis des Alten Testaments zum Beispiel oder des Tanach dann hervorheben und nicht hier diese anti-judaistischen Tendenzen wie Luther stehen lassen. Mhm. Freuen Sie sich auf dieses Jubiläumsjahr? Ja, ich freue mich deswegen, weil es halt wieder in Erinnerung bringt, dass eine Idee, die ja immerhin dann schon 500 Jahre alt ist, doch noch so lebendig in der Gegenwart wirksam ist, dass Menschen ihr Bekenntnis danach ausrichten und diese Grundüberzeugung der Reformation teilen. Und auch wenn ich kein Lutheraner bin, so wie ich vorhin gesagt habe, sind auch bestimmte Grunderkenntnisse der reformatorischen Theologie so wichtig, dass wir sie auch hier in der Universität Bern bis heute praktizieren. Also Sie haben vorhin die Bibelübersetzung und das Zurückgehen auf die alten Texte angesprochen. Das ist ein Erbe der Reformation, dahinter können wir nicht mehr zurück. Natürlich wollen wir die Bibel immer in den ursprünglichen Sprachen lesen und nicht mehr in Übersetzungen. Und wir sind auch davon überzeugt, dass es in Zukunft so sein wird und unsere Studierenden. Von daher, für manche ist es schön, für manche ist es dann leider, dann eben auch Hebräisch, Aramäisch und Griechisch lernen müssen, um diese Leistung selber zu vollziehen. Okay. Haben Sie jetzt für alle Studierenden Luthersocken ein Stück Selbstbewusstsein angeschafft als Dekan? Das brauchen unsere Studierenden gar nicht. Wir haben Selbstbewusstsein genug, wenn sie hier studieren und in die Theologie eingedrungen sind. Das hier ist so eine nette Marginalie des Luther-Jubiläums. Aber unsere Studierenden sind autark und autonom genug. Andreas Wagner, besten Dank für das Gespräch. Dankeschön.